Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Orga TV heute am 30. November. Live vom Universitätscampus Saarbrücken um 18.18 Uhr, wie jede Woche. Genau, heute haben wir folgende Themen für euch. Wir haben, wie ihr alle sehen könnt, unser Studium neu dekoriert und umgebaut. Dann haben wir einen Beitrag über Teambildung und Teamentwicklung. Wir haben die Frau Miriam Gerber besucht, das ist eine psychologische Beraterin, die sich auch auf Coachings spezialisiert hat. Und wir haben einen Beitrag über Hochschulsport, also was gibt es für verschiedene Sportarten. Genau. Anfangen können wir mit der Renovierung unseres Studios. Wie ihr alle sehen könnt, ist zwar immer noch im dezenten Blau-Grauton, aber ein bisschen weihnachtlicher geschmückt. Genau, die weihnachtliche Stimmung ist jetzt ein bisschen besser rübergebracht worden. Genau. Wir haben unser Studio renoviert. Das hat letzten Freitag und Montag stattgefunden. Mhm. War viel Arbeit, aber das ganze Team hat mitgeholfen. Also hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, hat auch zusammengeschweißt und wir haben gesehen, dass wir uns auch körperlich betätigen können. Nicht nur geistig, aber... Ja, die Gesundheit hat ein bisschen drunter gelitten, denn das Abschleifen und das Besprühen der Theke war doch ein bisschen... Also ja. Mundschutz hätte man auch noch besorgen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber an der Stelle sei auch noch herzlichen Dank an den Hela Baumarkt gesagt, denn die haben uns die Farben gesponsert und auch das Schleifpapier. Also vielen Dank, dass sie das gemacht haben. Genau, und wir leben ja noch, also der Mundschutz war nicht so notwendig. Ja. Naja, aber ich denke, das Ergebnis ist ganz gut geworden. Also wenn man vergleicht, wie die Theke vorher ausgesehen hat, also da ist doch schon, hat sich doch einiges getan. Vielleicht schaffen wir es auch noch, bis nächste Woche einen Adventskranz zu besorgen, ja. Ein Plätzchen. Das gut, bisher sind wir auch noch nicht so in weihnachtlicher Stimmung, also nee, zumindest ich nicht. Bei dem Wetter draußen. Ja, also genau, ist ja dann der trockenste Monat überhaupt seit der Wetteraufzeichnung, dieser November, doch, habe ich gestern gehört. Ja. Okay. Schon krass. Ja, also wirklich bei 10 Grad normalerweise. Ich glaube, letztes Jahr hat es um die Jahreszeit geschneit. Ja, es lag schon Schnee, der auch durchschielt bis Mitte Januar, glaube ich. Ja, ungefähr. Genau. Also da ist schon eher die Weihnachtsstimmung aufgekommen. Aber naja, wir wünschen uns Weihnachten ein bisschen herbei mit unserem Weihnachtsbaum und einem tollen Adventskranz. Aber jetzt wieder zurück zur Renovierung. Genau. Wir wären nicht Orga TV, wenn wir nicht auf alles die Kamera halten würden. Und insofern haben wir das auch gefilmt und als Beitrag festgehalten und wollen euch das natürlich auch nicht enthalten. Genau. Und viel Spaß beim Schauen. Hallo und herzlich willkommen in unserem Studio. Was haben wir denn heute vor? Heute dinken wir unser Studio um. Katja ist auch schon gut ausgerüstet. Was wird denn hier passieren? Katja? Ja, heute wird geschliffen. Heute wird geschliffen und am Montag wird dann gesprüht. Wir sind gespannt, wie es aussieht. Viel Spaß! So, da
ist auf jeden Fall gut geworden. Wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei. Von dem ganzen Feinstaub hat man jetzt allerdings nichts mehr gesehen, aber ja. Naja, auf jeden Fall waren wir alle gut drauf danach. Ich glaube, da war ein Koksanteil oder so drin. Aber ihr habt gesehen, dass wir auf jeden Fall alle gut zusammengewachsen sind als Team. Jeder hat seine speziellen Aufgaben, die er übernimmt und ja, sich auch gut ins Team eingepasst hat. Auf jeden Fall, ja. Am Anfang gab es natürlich auch immer so ein paar Schwierigkeiten, das ist aber, glaube ich, überall so. Aber mittlerweile sind wir eigentlich ein gut funktionierendes Team, wie es sein soll. Und ja, auch gerade bei Unternehmen ist natürlich die Teamentwicklung, Teambildung sehr wichtig. Auch gerade bei großen Unternehmen, die mehrere Niederlassungen im In- und Ausland haben. Ja, es ist natürlich oftmals schwierig, auch die Führungskräfte unter einen Hut zu bringen, dass die gleichen Interessen haben und die in die gleiche Richtung arbeiten. Und aus dem Grund werden dort auch solche Teambildungsmaßnahmen durchgeführt. Ja, die Abteilungen werden ja auch immer größer und es gibt immer mehr interkulturelle Differenzen auch bei Unternehmen. Und es ist schwer, alle gleich zu fördern und zu fordern und genau zu wissen, wer was kann und inwiefern das Team zusammenhält. Und deswegen ist natürlich auch wichtig und gerade wir, der Lehrstuhl von Professor Dr. Scholz beschäftigt sich ja auch mit Personalmanagement und Personalentwicklung und das ist natürlich auch gerade das Thema und deswegen haben wir uns natürlich auch dem Thema gewidmet. Genau, nämlich in Unternehmen werden oftmals solche Teamentwicklungsmaßnahmen durchgeführt, das sind oftmals Spiele oder ja, kleine Rollenspiele, in denen man halt sich im Team ja, sozusagen näher kommt oder halt die Vertrauensbasis aufbaut, die Koordination fördert und ja. Genau, das hat zum einen halt den Vorteil für den Arbeitgeber, dass er ein effizienteres Team hat, das besser zusammenarbeitet und für den Arbeitnehmer hat es natürlich den Vorteil, dass er die anderen Personen im Team besser kennenlernt, mehr Spaß bei der Arbeit hat und einfach ein harmonischeres Umfeld hat insofern. Ja, wir vom Orga-Team haben uns am Montag zusammengetroffen und haben einige dieser Spiele nachgemacht, also es sind drei Stück im Ganzen. Ja, es war ganz lustig. Wir haben uns vor dem Audimax zum Affen gemacht, sozusagen. Ja, so schlimm fand ich das. Also, es ist amüsant anzuschauen. Genau. Wir haben auch zwei ja, Leute gefunden, zwei Freiwillige, die mitgemacht haben. Das war gar nicht so leicht. Wir haben länger gesucht und dann doch zwei gefunden. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die beiden, dass sie ja nicht so kamerascheu waren wie die anderen. Und ja, haben wir einige Spiele gemacht und auch nochmal danke an Bock und Seif, die haben uns nämlich Luftballons gesponsert. So spontan haben wir uns dazu entschieden, das zu machen und ja. Ja, also die Spiele sind auf jeden Fall Weltklasse. Es macht Spaß zuzuschauen. Auf jeden Fall. Also mit der Koordination, da klappt es an manchen Stellen noch nicht so ganz, aber das ist ja noch ausbaufähig. Genau, und das schauen wir uns jetzt mal an und wünsche euch viel Spaß dabei. Viel Spaß. Kommunikation, Zuverlässigkeit, Kompromissbereitschaft, Vertrauen, Unterstützung, Ehrlichkeit, Loyalität, Zusammenhalt, Spaß. Viele Unternehmen versuchen mit spielerischen Maßnahmen Teambildung und Entwicklung zu fördern. Unser OrgaTV-Team hat einige dieser Spiele getestet. Alle Personen stehen ganz dicht hintereinander in einem geschlossenen Kreis. Es soll versucht werden, dass jeder sich auf die Knie der hinteren Person setzt. Stellt sich in einer Reihe auf und bekommt immer einen Luftballon zwischen Bauch und Rücken zur vorderen Person geklemmt. Die Gruppe muss sich nun fortbewegen. Der Sinn des Spiels besteht darin, die Bewegungskoordination und das Gruppengefühl zu stärken. I'm still a
sitzen mit angewinkelten Beinen, Rücken an Rücken und müssen versuchen, gemeinsam aufzustehen. So, ich hoffe, wir haben euch nicht zu viel versprochen. Also, wir haben es doch schon zum Anfang gemacht bei, bei den Spielen. Ich fand es schade, dass ich nicht mitmachen durfte. Ja, aber hat sich gedrückt. Ja, aber diese Teambildungsmaßnahmen und Teamentwicklungsmaßnahmen werden von unserem Lehrstuhl auch angeboten in der Schlüsselkompetenz. Genau. Finden jedes Semester auch statt und da macht man auch so kleine Spiele. Also das sind auch etablierte Spiele, die auch in größeren Unternehmen so durchgesetzt werden. Ja, das sind so die Standards, die eigentlich immer gemacht werden. Ja, diese Teamentwicklung, diese Schlüsselkompetenz findet jetzt auch bald wieder statt. Ja, da geht man auch, glaube ich, das dauert, glaube ich, 3 Tage, ist an 3 Tagen. Und ja, ich glaube, es ist am Wochenende immer auf jeden Fall. Also Freitag, Samstag und nochmal an einem Freitag und Samstag. Einige aus unserer Gruppe haben das auch schon gemacht und die fanden es auch ganz toll. Also es lohnt sich. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ist auch immer nett, dann lernen wir auch immer schnell Leute kennen. Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Ja, was es noch an der Uni gibt, sind sogenannte Coachings, gerade was Bewerbung angeht oder Seminarpräsentationen, weil vielen fällt es halt schwer, eine Präsentation zu halten oder die wissen noch nicht genau, wie sie sich in einem Bewerbungsgespräch verhalten sollen. Und aus diesem Grund bietet Frau Miriam Gerber so solche Coachings an. Wir waren bei ihr zu Besuch und haben sie mal gefragt, was sie denn so macht und auf was man Weil gerade in der Betriebswirtschaftslehre, finde ich, wird viel zu wenig dieses Präsentieren von einer größeren Gruppe auch gelehrt, obwohl das eigentlich ein extrem wichtiges Element ist in dem Studium. Weil im späteren Arbeitsalltag, je nachdem, was man da macht, muss man das fast jede Woche. Und also auch bei anderen Studiengängen, auch gerade bei Psychologie oder so, die müssen während ihrem Semester bestimmt 2-3 solche Vorträge halten und haben da unheimlich viel mit zu tun und lernen das dann halt auch dementsprechend. Das ist ja doch enorm wichtig auch. Es wird hier zwar eine Schlüsselkompetenz angeboten, aber irgendwie richtig geschult wird es leider nicht. Insofern ist es wichtig, dass man sich sowas auch privat aneignet. Und da bieten wir euch jetzt so ein Tutorial quasi, ein Video, um euch das ein bisschen näher zu bringen. Ja. Genau, die Frau Gerber, die war nämlich so nett und hat sich Zeit für uns genommen und hat uns mal gesagt, auf was es denn so ankommt. Vor allen Dingen bei Bewerbungen, auf Mimik, Gestik, aber auch bei Seminaren. Also wie man praktisch sein Selbstvertrauen ein bisschen aufbaut. Genau, und auch wichtig ist, sie stellt nämlich die Differenz zwischen dem Selbstbewusstsein und dem oft damit assoziierten der Arroganz und dem Selbstvertrauen. Das sind alles ähnliche Begriffe, aber haben doch eine unterschiedliche Bedeutung. Und das stellt sie auch in dem Beitrag dann ein bisschen besser dar. Genau. Aber seht selbst, hier ist der Beitrag für euch, das Interview von Frau Gerber. Viel Spaß! Hallo, Miriam Müller-Gerber. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Und wir freuen uns sehr, dass Sie hier heute in Ihrer Praxis zu Gast sein dürfen, dass wir ein bisschen auch über Ihre Coachings und Seminare erfahren dürfen und Sie können uns vielleicht ein paar Tipps noch geben. Ja, gerne. Herzlich willkommen. Danke. Bitte. Dankeschön. Frau Miriam-Gerber, in welchen Bereichen sind Sie tätig? Ich habe eine Praxis für psychologische Beratung. Ich gebe Coaching, Seminare, mache Unternehmensberatung und auch Beratung für Privatpersonen. Wir hatten vor 2 Wochen die Gelegenheit, eins Ihrer Seminare über Kommunikation, Rhetorik und Präsentation besuchen zu dürfen. Verraten Sie uns ein paar Tipps, die uns bei unseren Präsentationen während des Studiums, wie zum Beispiel Seminarpräsentationen oder sowas, helfen können. Ganz wichtig ist bei Präsentationen das Selbstbewusstsein. Das bedeutet aber nicht, ich bin ganz toll, sondern einfach das Bewusstsein darüber, wo meine Stärken liegen und in der Sprache, in der Kommunikation eben auch ruhig zu bleiben. Ja, das Bewusstsein darüber, wie wirke ich, wie sind Körperhaltung, Mimik, Gestik, die Körperspannung, dann welche Präsentationsmittel benutze ich für die Präsentation. Ja, das ist sich vorher genau zu überlegen, damit ich auch ein bisschen was bildhaft darstellen kann und für alle Fälle am besten Zettel dabei haben, falls man was vergisst, auf die man draufschauen kann. Ist übrigens ganz gut für Zappelfilippe, die nicht wissen, wohin mit den Händen, am besten dann eben die Zettel vor sich halten, ne, so unten.
Also da einfach darauf achten, dass man das einfach ein bisschen übt. Und zum Thema Bewerbungen, worauf muss der Bewerber achten bei diesem entscheidenden Gespräch? Eine Bewerbungssituation ist eine andere als eine Präsentation. In einer Präsentation präsentiert ihr zwar auch euch indirekt, ja, aber in einer Bewerberpräsentation geht es hauptsächlich um euch und nicht darum, dass ihr etwas anderes präsentiert. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, ruhig zu bleiben. Ja, 80% der Entscheidungen werden unbewusst emotional gefällt und dass ihr einfach gelassen seid, dass ihr ruhig reagiert. Die Nervosität darf nicht in den Vordergrund treten, sondern ihr mit euren Leistungen, mit euren Fähigkeiten. Wie verhält man sich am besten, wenn einem eine Frage gestellt wird, worauf man schon die Antwort entweder vergessen hat oder überhaupt nicht weiß, dass man nicht durcheinander kommt? Ja, wichtig ist zu unterscheiden zwischen einer Präsentation und einer Bewerbersituation. Ja, in einer Präsentation am besten ganz offen damit umgehen, wenn eine Frage kommt und ihr keine Antwort wisst, einfach wirklich zugeben, ich weiß es gerade nicht, um die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Das ist ganz wichtig während einem Seminar oder einer Präsentation. Wir sind alle nur Menschen, niemand ist perfekt und das macht eher sympathisch. Bei einem Bewerbungsgespräch ist es wichtig, dass ihr auf eure Leistungen aufmerksam macht, unabhängig von der Frage. Das heißt, eure Leistungen als Beispiele aus eurem Lebenslauf oder von Situationen, in denen ihr diese Fähigkeiten hattet, einfach darstellen und da den Bezug nicht vergessen, zur konkreten Stellenbeschreibung. Das ist ganz wichtig, dass ihr zeigt, das kann ich und genau das braucht ihr auch. Frau Gerber, finden demnächst noch Veranstaltungen von Ihnen statt, die für Studenten relevant sein können? Wenn, dann im März. Da müssten Sie sich nochmal mit Frau Felicia Gerber zusammensetzen und nachfragen, denn die organisiert das alles. Also der habt ihr die Seminare zu verdanken, die dieses Jahr stattgefunden haben. Und es war mir eine Freude für Studenten, die Seminare zu einem günstigen Preis anzubieten. Dankeschön, es hat uns sehr gefreut, heute da zu sein. Vielen Dank auch. So, da sind wir wieder. Ja, war ein sehr interessanter Beitrag. Also nochmal vielen Dank an die Frau Gerber, die ja ihre Zeit geopfert hat, um mit uns ein Interview zu führen. Waren auf jeden Fall interessante Tipps, die sie da gegeben hat, gerade, ja, wie wir schon angesprochen, was Mimik und Gestik angeht, dass man halt darauf achtet und auch mal auf Fehler zugeben kann. Also wenn man auf eine Frage keine Antwort weiß, dass man dann einfach sagt, ja, tut mir leid, weiß ich nicht, das ist auch sympathisch. Das kann ich ja ständig sagen. Genau. Jetzt zum ganz anderen Thema. Wir haben noch einen Beitrag für euch vorbereitet, und zwar über den sogenannten Hochschulsport. Ja. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es das hier gibt an der Uni. Also ich bin da total uninformiert. Aber, ja, weil du auch nicht so der sportliche Typ bist, wie man sieht. Nee, Quatsch. Das war natürlich nur Spaß. Danke, danke. Mein Moderator ist halt nochmal so nett. Vielen Dank. Alex, was machst du denn für Sport? Ich war sogar schon mal beim Hochschulsport, muss ich zugeben, aber nur einmal leider. Das war beim Basketball. Zeitmangel leider. Angeblich. Nee, gut, weil ich auch faul bin. Nee, es ist wirklich von der Zeit her, hat es leider nicht gepasst, aber es gibt ein super breites Angebot vom Hochschulsport und es sind auch wirklich sehr, sehr interessante Sportarten dabei. Da gibt es wirklich alles. Also alles, was das Herz begehrt. Ich habe gelesen, also von Yoga, es gibt Ballett, es gibt Fechten, also wirklich alles. Ja, Fußball, Schwimmen, auch die gängigen Sportarten. Schwimmen, Trampolin springen, alles Geräte, mögliche. Gerätetouren, ja. Und auch solche asiatischen Kampfsportarten. Ja, also es gibt 60 verschiedene Sportarten werden angeboten. Je nachdem, wie der Betreueraufwand ist, kosten sie auch 24 Euro im Semester. Aber der Preis ist ja also quasi wenn man gar bedenkt, nichts. Also für ein Semester, das ist ja, echt weil für das Fitnessstudio bezahlt man ja teilweise schon 30 Euro für einen Monat. Ja, und für ein ganzes Semester, für ein ganzes Halbjahr, dann 24 Euro kann man sich wirklich nicht beklagen. Und Vorteil ist halt auch, dass es hier direkt am Campus ist. Man lernt seine Kommilitonen besser kennen und auch auf einer privaten Ebene, was halt auch ganz hilfreich ist vielleicht. Und, ja, wie gesagt, es gibt 60 verschiedene Sportarten, die angeboten werden in wöchentlich 120 Kursen. Da machen dann etwa zwischen 3.000 und 4.000 Studenten mit. Also wirklich eine große Anzahl, die dieses Angebot auch nutzt.
Jetzt gerade am 16. Dezember ist nochmal eine Veranstaltung, und zwar das sogenannte All-Night-Vielseitigkeitsturnier. All-Night-Long. All-Night-Long Vielseitigkeitsturnier. Da können Teams antreten und sich in Volleyball, Völkerball und Basketball messen, aber auch in einem Quiz, in einem Uni-Quiz. Genau. Dass der Kopf nicht zu kurz kommt bei der ganzen Sache. Genau. Auf jeden Fall, das findet am 16. Dezember statt. Da könnt ihr euch als Team anmelden. Ihr müsst zwischen 6 und 10 Personen in dem Team haben und zwei weibliche Personen, zwei Mädchen oder Frauen. Müssen in dem Team enthalten sein, damit die antreten können. Wir könnten uns von OrgaTV eigentlich auch überlegen, da teilzunehmen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin nicht so der Volleyball-Basketball-Typ. Wie ich eben schon gesagt habe, nicht so der Sporttyp. Nee, Quatsch. Nur diese Sportarten. Also genau die drei. Genau. Und das Quiz ist auch nicht so deins. Vielleicht das Quiz, das wird vielleicht noch gehen, aber diese Sportarten muss nicht sein. Ja, auf jeden Fall, das vielfältige Sportangebot kann man auch im Internet schauen. Auf der Universitätsseite, also uni-saarland.de, ist auch die ganze Auflistung. Da findet ihr auch den Link zum Hochschulsport. Ja, und da sind die Termine und die Hallenbelegzeiten auch drin. Und da könnt ihr euch da auch anmelden. Also meistens muss man sich dann nicht anmelden. Wir waren da auch jetzt vor Ort und haben da einen Beitrag drüber gedreht. Genau, wir haben einige dieser Sportarten vorgestellt, darunter auch Lacrosse und Zumba. Mhm. Zu Zumba ist auch noch zu sagen, am 16. November hat der sogenannte Halbmarathon im Zumba stattgefunden. Da haben auch dann 300 Personen mitgewirkt. War also auch ein voller Erfolg. Ja. Ja, Zumba ist ja sowieso eine super Trendsportart zurzeit. Also ich höre von allen Seiten nur Zumba. Ja, das ist doch ein Frauensport. Wobei einige Männer sehen wir im Video auch oder einen bestimmten Kommilitonen. Genau. Also ja. Das, ich glaube, das ist so auch ziemlich der einzige Mann, der da mitgemacht hat. Warum auch immer. Naja, hat ihm Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Bei den Aufnahmen auf jeden Fall. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Schauen und bis gleich. ¿Dónde va toda esa gente? Oye, ¿pa' casa de Tula? ¿Pa' casa de Tula? ¿Otra vez que le prendió candela? ¿Le metió candela a Bocho otra vez? ¿Está metido loca esa mujer? No, pero ya no hay de mucho. Es una pirómana. Tula, Tula, lo tuyo es mucho para un cartucho. Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar entonces. A ver. Pues vamos allá. Se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera.
sus sirenas, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. ¡Ay, mamá! Also
sind wir wieder und jetzt bleiben uns noch die Ankündigungen für das Wochenende. Und zwar ist die Nikofete findet statt am 3.12., also am Samstag. Dran denken, Karten gibt es noch im Vorverkauf die Woche und an der Abendkasse, da sind sie aber 1 Euro teurer, sprich 9 Euro. Genau. Ja, dann am Freitag könnt ihr in den Secret Club gehen, da ist College Club, kostet glaube ich 4 Euro Eintritt für Studenten und Schüler mit besonderen Specials und im 7 haben wir die Fake Party. Genau, das war's auch schon.